So, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Hunde, sehr geehrter Herr Professor Baumann, sehr geehrter Herr Wilkram, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studentinnen und Studenten. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein, um Ihnen etwas von der Raumfahrt, von der bemannten Raumfahrt, von dem Blick aus dem Weltraum, nicht nur aus Europa, sondern insgesamt auf unseren wunderschönen Planeten zu berichten. Herr Wilkram, Sie haben mich eben daran erinnert, als wir 2011 im Mai diese Live-Schaltung in den Vatikan hatten. Das war für mich in der Tat auch etwas ganz Besonderes, mal überhaupt in den Vatikan zu kommen, dem Papst die Hand zu schütteln. Und muss ich gestehen, so als Ingenieur hat man so ein bisschen die Vorstellung, naja, da im Vatikan, das ist ja nun technisch vielleicht nicht ganz so auf dem neuesten Stand und wissend, wie schwierig es manchmal ist, diese Live-Schaltungen zu bekommen. Also auch wenn wir das bei uns in der ESA im Kontrollzentrum machen, da hakt das manchmal. Da hatte ich natürlich die Befürchtung, das könnte schwierig werden. Wir werden es kaum glauben, das hat auch gut geklappt. Also offensichtlich hat da jemand ein gutes Wort eingelegt und Papst Benedikt war also ganz begeistert, als er dann die Kolleginnen und Kollegen in der Schwerelosigkeit da auf dem Bildschirm da schweben sah und sich mit ihnen unterhalten konnte. Ich möchte Ihnen heute etwas über nicht nur den Blick von oben, sondern insgesamt auch darüber berichten, wie Europa überhaupt in der Raumfahrt dasteht. Was gibt es für aktuelle Trends und wie sind wir international gesehen dort eigentlich vertreten? Ja, zunächst ein paar Worte zu der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie sehen hier auf der rechten Seite einen Blick aus der Cupola in der Internationalen Raumstation. Diese Cupola wurde in Europa gebaut. Wir sind zwar insgesamt nur mit etwa 8,4% an diesem gesamten Programm beteiligt, was den finanziellen Einsatz betrifft, aber wir sind kreuz und quer über alle Bereiche der Raumstation vertreten und diese Cupola ist genau eines der Bauteile, die dort oben eingesetzt werden und die einen fantastischen Blick ermöglichen. Das war noch nicht oben, als ich seinerzeit Gelegenheit hatte, es ist in diesem Jahr 10-jähriges Jubiläum. Wenn ich diese Bilder sehe, dann kommen natürlich Gedanken an den Außenbordeinsatz zurück. Wir sagen nicht mehr Weltraumspaziergang, weil der Ausblick ist zwar wunderschön, aber es hat mit einem Spaziergang, in dem man so die frische Luft genießt und sich einfach nur umschauen kann, relativ wenig zu tun. Das ist harte Arbeit, aber dazu will ich Ihnen gleich noch mehr berichten. Das Bild der ESA, insgesamt 22 Mitgliedsländer in ganz kurzen Zahlen. Wir haben vorletztes Jahr unser 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Insgesamt in Europa 8 Standorte, etwa 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das sind jetzt nur direkt die ESA-Angestellten. Sehr, sehr viele Kontraktoren, die an diesen Standorten in Spanien, in Frankreich, in Holland, in Deutschland und in Italien arbeiten. Budget nehme ich mal gleich vorweg, weil wenn man es nicht sagt, kommt die Frage ohnehin, ist für 2016 5,2 Milliarden, was die 22 Mitgliedsländer dafür aufbringen. Ich will Ihnen das mal ins Verhältnis zu der amerikanischen NASA setzen. Die hat ein Jahresbudget von etwa 19 Milliarden Dollar. Also da sieht man, dass wir in Anbetracht unserer Bevölkerungsstärke in Europa, der industriellen Leistungsfähigkeit, jetzt in der Raumfahrt gar nicht gerade überrepräsentiert sind. Ich will es mal ganz vorsichtig formulieren. Über 80 Satelliten wurden in diesen 50 Jahren entworfen, getestet und vor allen Dingen betrieben. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der Bau von Raumfahrtsystemen ist eine Sache, der Betrieb gehört damit dazu. Denn nur wer diese Systeme auch in der Lage ist zu betreiben, der kann dann auch wirklich sagen, wir machen Raumfahrt. 22 Mitgliedsländer ist nicht ganz deckungsgleich mit der Europäischen Union. Wir vergrößern uns mehr und mehr. Wir haben ein Kooperationsabkommen auch mit einem Land jenseits des Atlantiks, mit Kanada. Ist in dem Sinne kein volles Mitgliedsland. Aber es beteiligt sich eben an vielen dieser Programme.
Und zwei der ESA-Mitgliedsländer sind eben nicht in der EU, Norwegen und Schweiz, was die Diskussion mitunter auch mal recht interessant gestaltet, insbesondere bei den Programmen, die in der Europäischen Raumfahrtagentur im Auftrag der EU durchgeführt werden. Copernicus wird Ihnen vielleicht ein Begriff sein. Am Montag ist einer der Sentinel-Satelliten gestartet worden, der vierte Sentinel-1B. Ist inzwischen im Erdorbit und wird dort ausgetestet. Dieses Austesten von diesen Satelliten wird von dem Europäischen Satellitenkontrollzentrum in Darmstadt durchgeführt. Und dann werden die entweder an den Betreiber übergeben, das macht EUMETSAT, oder wir betreiben die. Und das zweite europäische Programm ist Galileo, ein Satellitennavigationssystem. Auch hier machen wir betreuen wir die Starts, bis die Satelliten ausgetestet wurden und übergeben die dann an den Betreiber Space Opal in Oberpfaffenhofen bei München. Und so wird diese Konstellation für Satellitennavigation nach und nach aufgebaut. So, was sind die Aktivitäten der ESA? Und hier möchte ich gleich auf einen wichtigen Punkt hinweisen. Unser neuer Generaldirektor, Herr Professor Wörner, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, hat im vergangenen Jahr, im Juli, diese Funktion bei der ESA übernommen und hat einen Begriff geprägt, den ich wirklich für ganz hervorragend halte. Er sagt ja, also bis wir mal dahin kommen werden, ob es überhaupt passiert, United States of Europe, das ist die Frage. Aber was wir in der Raumfahrt zumindest machen können, ist United Space in Europe. Und das sehen Sie hier in den Aktivitäten, mit denen sich die ESA befasst. Das ist eine der wenigen Raumfahrtagenturen, die wirklich das gesamte Spektrum umschließt. Nicht alle Raumfahrtagenturen weltweit tun das. Die NASA selbstverständlich hat auch so ein Einsatzspektrum, auch in Russland, aber dann wird es schon weniger. Raumfahrtforschung, Wissenschaftsmissionen, natürlich die astronautische Raumfahrt und Exploration, auf die ich gleich näher eingehen werde. Das Thema Erdbeobachtung natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion über Klimawandel. Ohne die Raumfahrt würden wir heute bei weitem nicht das wissen über den Klimawandel, wie wir das eben durch die Raumfahrt wissen. So viele Sensoren können Sie auf der Oberfläche gar nicht aufstellen, um all diese vielen Daten zu messen und all diese Satelliten, die um die Erde kreisen und die Oberfläche vermessen, die Spurengase in unserer Atmosphäre vermessen, die Strömungen, Meeresströmungen vermessen. All diese Daten sind eben für die Klimaforschung ganz, ganz entscheidend und gerade vor dem Hintergrund, dass man eben auch Maßnahmen trifft, um die Aufheizung der Atmosphäre zu verringern. Es ist wichtig, dass man diesen globalen Blick von außen hat, um dann auch entscheiden zu können, ob die Maßnahmen, die man trifft, auch tatsächlich die gewünschte Wirkung zeigen. Trägerraketen, klar, wer Raumfahrt machen will, braucht auch irgendeinen Transportweg. Ein heiß umkämpfter Markt, Sie werden das vielleicht in den vergangenen Jahren, Monaten, Wochen verfolgt haben. In Amerika ist da wirklich momentan enorm Dynamik drin. Die Firma SpaceX hat es vor wenigen Wochen geschafft, nicht nur mit ihrer Trägerrakete Satelliten in den Erdorbit zu bringen und auch die internationale Raumstation mit der Dragon-Kapsel zu versorgen, sondern sie hat es geschafft, die erste Stufe erfolgreich auf einem kleinen Handtuch im Atlantik erfolgreich wieder zu landen. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Preise für solche Starts dann nochmal runtergehen. Konkurrenz ist gut, das belebt das Geschäft, stellt aber natürlich die Industrie in Europa und auch die ESA vor eine enorme Herausforderung, nämlich hier mitzuziehen. Heute hat Ariane Spass, der europäische Launch Provider gewissermaßen, also der die Firma, die diese Startdienste anbietet und die auch die ESA nutzt für Wissenschaftsmissionen, für vieles mehr, dass die eben das zu ähnlichen Preisen machen können. Wir haben heute fast noch 50% des Weltmarktes an zivilen Starts, also nicht militärischen Starts. Und da muss man eben was dafür tun, dass das so bleibt. Thema Navigation, Telekommunikation, Technologie, denke ich, ergibt sich von selbst. Braucht man Technologien, wenn man Raumfahrt betreiben will. Man muss immer an der vordersten Front mitspielen. Und Missionsbetrieb, das habe ich schon erläutert.
nur wer dann auch diese Systeme betreibt, kann wirklich behaupten, Raumfahrt aufzumachen. So, mit diesen einleitenden Worten zum Thema bemannte Raumfahrt oder astronautische Raumfahrt. Ja, das Auswahlverfahren damals, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, war schon exotisch. Da wurde das nicht zentral von der ESA gemacht, sondern da haben erstmal die ESA-Länder für sich Auswahlverfahren gemacht. Dann wurden da Kandidaten bestimmt, die wurden dann in das europäische Auswahlverfahren gegeben und dann sind damals 6 Leute übrig geblieben und ich habe mir gesagt, irgendjemand muss am Ende übrig bleiben und das hat dann bei mir geklappt. Bei dem zweiten Auswahlverfahren, das 2008 gestartet wurde, gab es europaweit über 8000 Bewerbungen. Es gab über 5 verschiedene Auswahlstufen. Es wurde aufgrund der Bewerbungsunterlagen, die eingeschickt wurden, dann so eine erste Vorauswahl getroffen. Dann wurden 2 Stufen psychologische Tests gemacht, dann 2 Stufen medizinische Tests und dann eben diese Interviews wieder mit dem ESA-Management und letztendlich mit unserem damaligen Generaldirektor stattgefunden haben. Und da blieben dann wieder 6 neue Kandidaten übrig.